Jumper, wir sind wieder unterwegs auf Wheelen. Heute wird mit Cyberheist die erste Story-Erweiterung zu The Ascent veröffentlicht. Für alle Xbox- und PlayStation-Spieler ist das sogar bereits geschehen. Für PC-Spieler soll es dann wohl um 15 Uhr soweit sein. Die Erweiterung kostet 9,99 €, also rund 10 Euro. Bei Steam steht zwar noch kein Preis dran, aber ich gehe mal davon aus, dass wir hier eben auch bei diesen 10 Euro liegen werden. Zudem gab es dann auch direkt ein umfangreiches Update, zumindest für die PlayStation, denn bisher ist da die Rede von PlayStation-Konsolen, aber die meisten Punkte werden wohl auch für die anderen Plattformen relevant sein. Generell werden wieder eine Menge Fehler und Probleme angegangen. Vor allem die Bereiche Koop und Gameplay nehmen viel Platz in den Patchnotes ein, die ich dir in der Box verlinkt habe. Neben Bugfixing wurde auch etwas an der Performance gemacht. Wer also damit Probleme hatte, der darf auf jeden Fall auf Besserung hoffen. Abseits von Fixing und Optimierung wurde aber auch eine neue Waffengattung mit reingenommen, und zwar eine Nahkampfwaffe. Hier geht es wohl um Schwerter oder zumindest ein Schwert, das wir dann dazu nutzen können, unsere Gegner fleißig zu zerstückeln. Die neue Nahkampfwaffe hatten die Devs für die Erweiterung angekündigt. Neu ist dagegen, dass man nun auch im Hauptspiel Nahkampfwaffen oder eben zumindest eine Nahkampfwaffe bekommen kann. Man muss also nicht zwingend zur Erweiterung greifen, um so an diese Waffenart zu kommen. Die Waffe wird wohl bei verschiedenen Schlägern im Spiel gedroppt werden. Früher oder später wirst du also eine derartige Waffe finden, und ich wünsche dir jetzt schon mal viel Spaß beim Gemetzel. Wer The Ascent über den Game Pass spielt, der wird sich freuen, dass dort nun endlich auch alle bisherigen DLCs verfügbar sind. Auch der New Game Plus Mode hat es endlich ins Spiel geschafft. Ich bin nicht ganz sicher, wann das geschehen ist, aber die Patchnotes dazu sind wohl aus dem aktuellen Monat und wurden jetzt nochmal wegen der Erweiterung aktualisiert. Auch diese Patchnotes verlinke ich dir in der Box. Noch im April hinkte die Game Pass-Version gnadenlos hinter der Steam-Version her. Nicht nur um einige Tage oder Wochen, sondern um Monate. Da kann man nur hoffen, dass man sich nun bemüht, die Version einigermaßen zeitgleich zu updaten. Gerade wenn es um so wichtige Features wie dem New Game Plus geht, was dann ja auch noch bei den Spielern zu Verwirrung geführt hat, weil manche es eben hatten und manche eben nicht, je nach Plattform, was aber viele eben nicht gepeilt haben. Das war alles nicht so nova. Auf der anderen Seite ist Neon Giant, also die Devs dahinter, natürlich ein ganz kleines Studio aus Schweden, das sicher nicht so schnell agieren kann wie die großen Studios. Doch durch den Erfolg von The Ascent bewegt sich so einiges. So sucht das Studio aktuell nach neuen Leuten, und letztendlich ist ja auch die Erweiterung ein Beweis dafür, dass es der Firma offenbar ganz gut geht. Wie gesagt, wollen wir einfach mal hoffen, dass die Devs da in Zukunft mehr Kapazitäten haben und dass es nicht mehr zu solchen Abweichungen kommt. Aber jetzt ist erstmal Cyberheist-Zeit. Ich werde mir natürlich gleich die Erweiterung holen und Wheelen einen Besuch abstatten. Wie sieht es bei dir aus? Bist du dabei? Schreib es in die Kommentare. Schon, das war's. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal auf Wheelen.